Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Vor diesem Video hatte ich ein bisschen Panik, um das mal ganz ehrlich zu sagen, weil es so viel ist. Und wir machen jetzt in meiner Sammlungsreihe mit dem Deklattern und Aussortieren und mit was auch immer, mit dem Kategorisieren für mich persönlich weiter mit den Foundations. Und wenn du Bock drauf hast, dich so ein bisschen durch über 150 Foundations zu wühlen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, also für Foundations habe ich echt wirklich eine Schwäche. Muss ich wirklich, wirklich sagen, das sehe ich jetzt hier auch ganz offensichtlich auf dem Tisch, denn ich habe so viele. Meine Excel-Liste sagt, ich hätte 144, aber ich glaube, es sind mehr. Ich glaube nicht, dass ich alle in der Liste drin habe und ich glaube auch, dass diese Liste nicht ganz aktuell ist. Ich habe mir die jetzt mal ausgedruckt. Ich habe da immer drin stehen halt alphabetisch sortiert und ich habe mir das auch alles alphabetisch sortiert hier aufgestellt. Den Namen, wie viel drin ist, wie viel das an Wert hat damals gehabt jedenfalls, wann ich die geöffnet habe. Und dann halt Links dazu, wann ich die zuletzt verwendet habe und so. Und Leute, ich habe wirklich teilweise, also ich denke, dass hier über die Hälfte der Foundations weg müssen, weil die sind einfach zu alt. Alles, was irgendwie 2021 und älter ist, muss weg vom Öffnungsdatum her. Das wird jetzt natürlich ein bisschen heavy, aber wir schaffen das gemeinsam. Leg dir eine Maske auf, chill irgendwie dich irgendwo hin und alles, was es noch gibt, sofern die Infobox es hergibt von der Kapazität her, verlinke ich auch in der Infobox. Und jetzt krempel ich meine Ärmel ein bisschen hoch und dann starten wir und gehen hier einfach mal durch. Das Ganze wird dann irgendwann auch in meinen Viechern da, in meinen Alex-Schränken hinter mir einsortiert werden. Und vorher muss ich aber ganz viel hier auslisten vor allem, genau. Die Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation ist wundervoll, aber damit starte ich gar nicht. Ich starte mit einer, die noch zu ist und die ich noch ausprobieren müsste, von Alcina, die Authentic Skin Foundation mit Vitamin E und Granatapfelextrakt. Die ist noch komplett zu und ich denke mir, ich weiß nicht, ist in der Farbe Light, eigentlich wäre die, glaube ich, gar nicht so verkehrt für mich, aber ich glaube, die wird die erste sein, die auch schon direkt aussortiert wird. Die ist noch original versiegelt und so weiter, hat hier auch kein MHD oder sonst was draufstehen. Die kommt in die Aussortiert-Range-Geschichte, weil ich glaube nicht, dass die so mega interessant für mich persönlich ist. Die Anastasia Beverly Hills Foundation ist leider seit 2021 geöffnet, die separiert sich auch schon, was nicht schlimm ist, also oft haben die Hersteller halt drauf verzichtet, viele Konservierungsstoffe oder so in die Produkte reinzumachen. Also schüttelt die immer mal wieder, bevor ihr die verwendet, ne, sodass alles sich besser verbinden kann. Die Luminous Foundation mochte ich sehr, sehr gerne. Habe ich in der Farbe 130N. Müsste auch nach wie vor farblich noch passen. Ich habe da leider nicht so viel zugegriffen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, die war auch relativ sehr deckend und dann auch tatsächlich relativ trocken. Und die wird jetzt auf jeden Fall meine Sammlung verlassen. Und nicht nur das, die wird in Müll kommen, weil alles, was halt so alt ist, wird nicht weitergegeben. Ne? Ich muss auch immer wieder auf meine Liste hier schielen, anders funktioniert es für mich leider nicht. Und ich glaube ja, beide Art Deco Foundations, nee, eine nicht. Die Luminous Light kann ich behalten oder Light Luminous Foundation, aber die Rich Treatment Foundation ist auch seit 2021 offen. Das ist ja der Wahnsinn, wie lange ich teilweise Sachen hier einfach horte. Ne? Ich wollte ja eigentlich schon letztes Jahr und vorletztes Jahr sowas drehen, aber das hat alles einfach nicht gepasst. Und deswegen mit 2 Jahren Verspätung hat sich hier noch mehr angesammelt. Also die Rich Treatment Foundation hat sich leider auch nicht so in meiner Sammlung bewährt, muss ich gestehen. Die muss definitiv weg. Die muss ich auch so langsam mal verwenden. Shake Well Before Use, da steht es auch drauf. Die Light Luminous Foundation von Art Deco habe ich in 08, kann das sein, oder 10A. Und die möchte auf jeden Fall demnächst noch mehr verwendet werden. Vielleicht schaffe ich es auch mal, dass ich euch ein Fullface Art Deco schminke. Das ist so eine der Marken, die ich damals halt echt großartig fand. Well Hypoallergenic, Sammy ist da hinten am Spielen. Falls ihr es rascheln hört, ne, ist schon seit 2020 offen. Wow. Das Aqua Jelly Make-up war schön, war sehr angenehm, gerade für meine trockene Haut, aber ist halt schon seit jetzt 4 Jahren im Prinzip offen. Von Biokura habe ich mir eigentlich die gekauft und wollte die mal testen. Aber die sind auch schon eine ganze Weile bei mir und die habe ich auch geswatcht. Aqua Complete Make-up und Anti-Aging Make-up. Die kriegt ihr, ich meine, im Aldi. Und die sind einfach mittlerweile nicht mehr so
fresh, würde ich sagen. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Fullface Aldi oder Fullface Lidl Make-up oder so schminken würde, würde das halt nicht richtig funktionieren, weil die einfach schon Ewigkeiten bei mir rumstehen. Und die sind beide in der Farbe Porzellan und kommen beide weg, weil sie halt schon seit Jahren bei mir rumdümpeln und einfach nicht geöffnet wurden. Hatte ich damals für 1,89 bei Aldi Nord gekauft, ne? Okay, dann habe ich hier zwei, die sind relativ fresh und die bleiben auch. Das ist von Be Perfect die Chroma Cover Foundation. Einmal in der Luminous-Variante. Das ist eine, die ich perfekt zum Filmen verwenden kann. Die ist sehr, sehr gut. In der Farbe N2. Und ihr bekommt die hier auch bei Purish. Da könnt ihr aktuell mit Claudies Welt 15% auf sehr, sehr viele Produkte sparen. Also auf fast alles müsste das sein. Liebe ich. Also vor allem beim Film. Wenn ich damit an die frische Luft gehe, in Anführungsstrichen, ist es schon sehr, sehr glowy. Ne? Also das muss man mögen. Ich mag die auch sehr gerne, wenn ich so Party machen gehe oder so, also wenn ich richtig rausgehe. Aber ich glaube, wenn ich die jetzt im starken Sonnenschein verwenden würde, wäre die ein bisschen krass. Die hier muss ich mit einem sehr, sehr guten Primer verwenden. Das ist die Chroma Cover Matte Foundation, auch die in der Farbe N2. Extrem krasse Deckkraft. Das muss man wirklich sagen und ich finde sie fantastisch. Also die mag ich auch sehr, sehr gerne. Und ich glaube, für den Alltag würde ich mir einfach beide mischen. Jo. Aber das ist halt der Luxus, den ich habe, weil ich beide da habe. Und ich glaube, nicht jeder kauft sich dann einfach mal beide. Ne? Gut, dann kommen wir mal zu Catkin. Wie lange habe ich Catkin denn offen? Ich würde die eigentlich gerne behalten, aber die ist seit 2021 offen. Das heißt, dieses, was hier drin ist, muss auf jeden Fall weg. Das ist nämlich so eine Cushion Foundation. Die schaut so aus. Und genau, in der Farbe 1002. Das heißt, ja, hier habe ich auch so ein Puffelding drin. Das muss weg. Da ist, also das sieht nicht mehr so nice aus. Genau, und die habe ich mal in einer Kooperation bekommen. Ich weiß gar nicht, wie kriege ich das denn hier raus, Sammy, sag mal. Es ist halt hier so ein... Das habe ich reingepackt. Ja, sowas ist das halt, ne? Das sieht im Fännchen relativ dunkel aus, ist aber gar nicht so dunkel. Das ist schon auf der Haut sehr, sehr passend eigentlich für mich. Und vor allem, was ich sehr angenehm finde, sehr pflegend, sehr cremig. Das kommt weg, weil das ist nicht mehr gut. Und dann habe ich aber in... Schublade zumachen. In der Kooperation hier noch so ein Refill bekommen. Da steht auch 2004, also der 26.08.2024 als MHD drauf. Da weiß ich jetzt nicht, ob ich die für mich jetzt wieder verwende, ob ich die weitergebe. Eigentlich fand ich die nämlich wirklich gut und ich möchte die eigentlich auch selber behalten. Schaffe ich das dann, die Foundation dieses Jahr aufzubrauchen? Ich weiß es nicht. Ich muss sowieso mal gucken. Einige Sachen versuche ich dann natürlich auch in mein Project Pen mit aufzunehmen. Das ist relativ neu von Charlotte Tilbury, die Beautiful Skin Foundation in der Farbe 1. Die hatte ich jetzt in diesem Strumpf mit dabei, just mit gerade. Und deswegen ist sie auch sehr fresh offen und die mag ich sehr, sehr gerne. Also hat eine gute Deckkraft, aber ist jetzt nicht Full Coverage. Fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an, ist auch ein bisschen feuchtigkeitsspendend. Ne? Die mag ich sehr gerne. Die hier habe ich letztes Jahr getestet in einem Fullface CRT London. Die Extraordinary Foundation Radiant Buildable Coverage. Ich glaube, die mochte ich auch relativ gerne in der Farbe 101 and Porcelain. Also alles ist irgendwie so in so gut wie der hellsten Farbe, die ich so finden konnte. Und die wird auf jeden Fall noch ein bisschen weiter verwendet. Ne? Ich mag die sehr gerne eigentlich. Ich glaube, die beiden müssen beide weg. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich habe hier zwei von Clinique. Ich mag so gerne Clinique, aber schwierig. Das Even Better Glow Light Reflecting Make-up kann ich behalten. Wo habe ich das denn? Echt? Das sieht nicht so fresh aus, Leute. Habe ich das letztes Jahr erst geöffnet? Da muss ich wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr schütteln, ne? Weil hier habe ich in meiner Liste stehen, dass ich das 2023 geöffnet habe. Kann das sein? Muss ich auf jeden Fall nochmal testen. Ich habe das in der Farbe CN10 Alabaster. Das schaut so aus. Kann durchaus sein, ne? Also Anfang, oder nee, 9.7.2023 steht hier. Ja gut, muss ich nochmal ausprobieren, ob das noch so fresh und fit in meinem Gesicht rüberkommt. Huch, ciao. Aber dieses hier, Even Better Refresh, die ist schon ein bisschen älter. 2022, genau. Und die muss dann auch dementsprechend leider weg. Obwohl ich hier eigentlich die Foundation und die Farbe sehr, sehr toll fand. Ich habe die in der Farbe CN02 Breeze gekauft gehabt. Aber das ist nicht mehr gut. Dann habe ich hier eine von Colourpop, Pretty Fresh. Die habe ich letztes Jahr auch erst gekauft. Hyaluronic Acid Tinted Moisturizer. Ich meine auch, dass wir hier eine leichte Deckkraft haben und dass ich die eigentlich auch mochte. Fair 1N ist die Farbbezeichnung. Hat auch wirklich dieses leicht Rosane mit dabei oder leicht Aprikot. Das ist schon mein Vibe, ne? Und ich muss mich
sobald ich in meinem Project Pen auch meine im Asam Foundation aufgebraucht habe, wirklich intensiv nochmal mehr durch meine Sammlung durchprobieren. Da habe ich die Face Care Perfect Complexion Anti-Aging BB Cream in der 01. Ich finde es so schade, dass sie nur eine einzige Farbe hiervon haben. Die habe ich letztes Jahr frisch aufgemacht und die mag ich sehr, sehr gerne. Ist sehr schön feuchtigkeitsspendend und ist mit einer guten Deckkraft. Also sie ist medium, würde ich sagen. Ne? Mag ich gerne leiden und macht ein wirklich schönes Finish. Hier muss ich noch überlegen. Danissa Myrix, Yummy Skin, Serum Skin Tint. Das ist sehr, sehr leicht von der Deckkraft her. Ich habe die Farbnummer 2. Da muss ich noch ein bisschen probieren. Ich fand sie fast schon zu leicht von der Deckkraft her. Aber das muss ich nochmal ausprobieren. Ansonsten, also die kommt auf jeden Fall auf meinen vielleicht Stapel, dass ich, oder vielleicht Gedönsen, ne? Dass ich da nochmal gucken muss und ja, mich dann entscheide. Von Dior, die habe ich auch letztes Jahr erst geöffnet. Dior Backstage Face and Body Foundation in der Farbe 1C habe ich die. Die mag ich auch sehr, sehr gerne. Viele schwärmen ja auch von dieser Foundation. Das ist ja hier auch in so einer Quetschtube. Ne? Also Packaging für den Preis finde ich echt frech. Aber die Farbe ist perfekt und ich mag sie auch von dem Finish her. Und deswegen bleibt sie. Dann habe ich noch zwei von Douglas, wovon ich eine, glaube ich, recht frisch aufgemacht habe und eine sich jetzt schon, ja, in Wohlgefallen auflöst. Also beide haben dann auch von den Inhaltsstoffen, dass sie halt darauf verzichten, so viel Rampapam drin zu haben. Und die sind aber beide erst 2023 geöffnet worden. Okay, ja, da muss ich nochmal gucken. Aber das ist halt die Sache. Die setzen oder die separieren sich dann halt ein Stück weit. Ne? Man sieht es bei dieser hier, das ist ja diese Skin Augmenting, oder wie heißt du? Ultralight Nude Wear Foundation. Ach so heißt du, okay. Und Medium Coverage. Ich mag auch gerne eigentlich die Douglas Foundations. In der Farbe Ivory habe ich diese hier. Muss noch etwas mehr dann wieder getestet werden. Die fand ich okay, also das ist die Skin Augmenting Foundation und die habe ich in der Farbe Fair. Ich glaube, die war mir sogar ein Stückchen zu dunkel, aber da muss ich nochmal genauer gucken. Wie gesagt, wenn ich da jetzt mal so langsam zu Rande komme, werde ich die dann auch alle durchprobieren. Hier habe ich jetzt die Elf Camo CC Cream Color Correcting Full Coverage Natural Finish Lichtschutzfaktor 30 mit Kollagen, Peptin und Niacinamin. Habe ich in der Farbe Fair 120. Da gibt es jetzt auch eine Neuauflage von und die hier ist von 2021 geöffnet. Das heißt, die muss dann auch leider weg. Ja, ich fand nicht, dass die Natural Finish hatte. Ich finde, die hatte schon eine ganz gute Deckkraft. Also das ist schon ordentlich gewesen. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt auch diese neuere Variante von. Und die habe ich mir schon bestellt. Aber die muss jetzt leider weg. Meine Güte. Eborian CC Cream habe ich hier in der Farbe Clear. Das ist eine kleine Geschichte mit 15 Millilitern. Und die habe ich auch letztes Jahr erst geöffnet. Genau. Mag ich persönlich ganz gerne. Ja, ist sehr, sehr angenehm. Ich mag die sogar noch einen Tick lieber als die It Cosmetics CC Plus Your Skin Matte Better Cream. Jetzt kommen wir mal so langsam auch zu Drogeriemarken. Wobei Art Deco ist ja auch schon Drogerie. Essence. I Love Flawless Skin Foundation, die ist ja relativ neu, Full and Matte Coverage, die mag ich auch sehr gerne. Longwear Lichtschutzfaktor 20 macht immer einen drunter, das ist wichtig. 20 Medium Porcelain ist hier die Farbbezeichnung, das ist nicht die ganz hellste Farbe, glaube ich. Ne? Trotzdem passt die mir ganz gut. Wenn ich einen richtig reichhaltigen Primer drunter gebe, zum Beispiel den von Nabla oder Danissa Myrix, ne? Dann funktioniert die perfekt. Ansonsten wird die sehr schnell crusty. Sie ist jetzt keine perfekte Foundation, aber ich finde sie okay, das heißt, ich behalte sie aber noch. Dann habe ich hier zwei von Essence aus dieser Fresh and Fit Geschichte in zwei verschiedenen Farben. Die hier wird aussortiert, weil die auch ein Tick zu dunkel ist und einfach zu lange schon offen ist. In der Farbe Fresh Ivory. Die ist mit Niacinamiden, was ja auch so ein bisschen Flawless Skin gibt. Also du hast ja Skincare Ingredients mit drin, ne? Und da ist auch Vitamin E mit dabei. Genau, die kommt auf jeden Fall weg, weil die schon zu lange offen ist. Aber die, die ist noch komplett verschlossen. In der Farbe 05 Fresh Porcelain ist halt viel, viel mehr meine Farbe. Ich glaube, die ist dann auch irgendwie nur online gewesen oder neu rausgekommen oder so. Und da habe ich mich echt drüber gefreut, weil das halt mehr meinem Teint entspricht. Und die mag ich eigentlich auch echt, echt gerne. Die bevorzuge ich auch definitiv vor der I Love Flawless Skin Foundation. Und deswegen müsste ich die eigentlich aussortieren. Mache ich auch. Dann habe ich hier, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass Estee Lauder letztes Jahr eine Futurist Skin Tint Serum Foundation rausgebracht hat. Und zwar ist das mit Botanical Oil Infusion. Yay! Lichtschutzfaktor 20, ihr wisst, was ich davon halte. 0N1 Alabaster ist hier die Farbe. Und das ist
eine leichte, wirklich leichte Deckkraft, aber es ist für mich eine gute Alternative. Also die Estee Lauder Double Wear ist halt wirklich immer so ein Staple-Produkt eigentlich, aber die Estee Lauder Double Wear ist so trocken, da komme ich nicht mit klar, das geht nicht. Das funktioniert auf meiner Haut einfach nicht. Ich habe dafür eine zu trockene Haut. Das hier funktioniert aber sehr, sehr gut auf meiner Haut, ist aber nur ein Hauch von und ja, ist halt wirklich nur ein Skin-Tint. Trotzdem fand ich den sehr schön, als ich das letztens getestet habe. Dann habe ich hier zwei von Eveline Cosmetics, die beide großartig sind. Wow, da habe ich echt viel schon aufgebraucht. Einmal die Selfie Time Foundation und Concealer Geschichte in der Farbe 02 Ivory. Die ist sehr, sehr geil. Und auch die Wonder Match Foundation. Die gibt es auch noch in der Lumi-Variante. Die müsste ich mir vielleicht auch mal angucken. In der Farbe 05 Light Porcelain. Skin Absolute Perfection und die ist mit Hyaluronwasser und Hyaluronsäure und Thermalwasser. Beide sind fantastisch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange habe ich die beide offen. Also die habe ich, glaube ich, noch gar nicht so lange, oder? Täusche ich mich. Meine Liste hilft mir. Doch, die Selfie Time habe ich tatsächlich 2021 geöffnet. Die muss weg. Die Wonder Match ist von 2022. Das heißt, da muss ich auch mal zusehen, dass ich da auch ein bisschen mehr von verwende. Aber die hier kommt dann weg. Oh, das tut mir schon weh, ne? Das tut mir schon weh, Leute. Dann habe ich hier als nächstes Fenty Beauty, den habe ich noch gar nicht ausprobiert, Ease Drop Blur and Smooth Tint Stick. Das ist ein neues Produkt. 9 Gramm ist nicht die Welt. Farbe 1 habe ich hier. Ist noch original verschlossen, möchte gerne demnächst mal getestet werden und euch dann auch gezeigt werden. Ja, ich habe die jetzt nicht alle geswatcht. Ich glaube, das muss ich auch noch alle machen, damit ich hier auch irgendwie einen Überblick über die Farben kriege. Aber das hier sieht eigentlich soweit so gut aus, ne? Genau. Und normalerweise, wenn die Farben so gar nicht passen, werden die auch recht schnell dann aussortiert. Also eigentlich müssten die meisten farblich passen. Es sei denn, ich habe irgendwann mal einen Knick in der Optik gehabt. Auch das kommt vor. Eine Foundation, die wirklich schon viel, viel, viel zu lange offen ist, aber richtig, richtig gut war, ist die Fenty Beauty Ease Drop Foundation. In der Farbe 3 habe ich diesen Blurring Skin Tint. Der war ja auch mal mega im Hype und ja, 2021. Schade Schokolade, ne? Ja, Florazes, die habe ich Anfang letzten Jahres eigentlich erst geöffnet, deswegen bleibt die und die ist so wunderschön. Nicht nur von der Optik, sondern auch auf der Haut, ne? Hier steht auch ein MHD drauf, 2025, also 3.1.2025. Da muss man immer wieder so ein bisschen drauf achten und die habe ich in einer Kooperation gekriegt. Da habe ich so schöne Produkte aus der Range bekommen. Balancing Fitting Liquid Foundation, N20 ist die Farbbezeichnung und die ist so wunderschön. Also diese Umverpackung auch schon, ne? Die ganze Reihe, das ist sehr, sehr edel gemacht. Und ja, die mag ich definitiv. Und die verwende ich eigentlich auch immer echt gerne. Und es ist einfach auch ein richtiges Schmuckstück. Ich möchte nichts mehr als Schmuckstück behalten, aber ich möchte halt also mich auch erfreuen dürfen an Make-up. Also ich freue mich, wenn Produkte dann auch schön aussehen. Dann habe ich hier von Giorgio Armani die Luminous Silk Perfect Low Flawless Foundation. habe ich in der Farbe 4. Ich glaube, ich habe die zu dunkel gekauft. Das ist echt ein Problem. Und dann greife ich da halt nicht so wirklich zu. Was sehr, sehr schade ist, weil die wunderschön ist, auch auf der Haut, ne? Aber eben weil sie mir eigentlich zu dunkel ist, ich wollte eigentlich nicht swatchen, egal. Ich meine, dass ich sie auch im Sommer gekauft hatte. Die ist mir zu dunkel. Ja, das sehe ich. Das sehe ich. Man soll es nicht am Handrücken testen, eigentlich im Gesicht, ne? Dann werde ich die jetzt demnächst nochmal im Gesicht testen. Und dann entscheiden, aber eigentlich fand ich die richtig, richtig gut vom Finish. Bei der Farbe ist es halt mein Fehler, mein Problem, ne? Wenn man halt das Falsche bestellt. Wisst ihr selber, dass, ja, deswegen orientiert man sich ja immer an Swatches und so, aber irgendwie habe ich da tatsächlich einen Knick in der Optik gehabt. Muss ich nochmal nachvollziehen, aber ich möchte sie eigentlich total gerne behalten, weil die auch richtig geil ist, ne? Die macht ein schönes Finish, richtig schön strahlend und ich liebe ja Glow. Dann habe ich hier von Golin die Terracotta Latin Foundation. Ich habe letztes Jahr so Foundation Reviews gemacht, wo ich dann auch wirklich ganz viele verschiedene neue Foundations, die auf den Markt gekommen sind, getestet habe. Da war das auch mit dabei und die mochte ich auch. Also die habe ich in der Farbe 1N, das ist auch mehr meine Farbe und da hatte ich mich auch echt drüber gefreut und ja, wie gesagt, ich muss noch so viel testen. Ich kann immer dann nur 2 Foundations gleichzeitig in meinem Gesicht testen. Aber da muss ich nochmal durch. Die ist leider viel, viel zu alt. Viel zu alt. L'Essentiel von Guerlain Eclat Naturel Natural Glow. Auch hier Lichtschutzfaktor 20 in der Farbe 02N. Habe ich mal zugeschickt bekommen von einer Followerin und habe ich mich mega drüber gefreut. Aber ich fand sie halt viel zu stark parfümiert. Sehr reichhaltig auf der Haut, was ich persönlich ja immer schön finde. Aber auch die 2021 habe ich die, glaube ich, erst bekommen. Und die war ja vorher auch schon geöffnet. Die muss leider weg.
Dann habe ich hier von H&M Perfect Hydration Foundation, Hyaluronsäure und Vitamin E. Witzig, ich habe gestern erst noch eine Bestellung bei H&M gemacht und ich glaube, da habe ich die auch mitbestellt. Die ist auch schon eine Weile offen. Ich glaube, die muss auch weg. Ja, 2020, die fühlt sich schon sehr prall an. Das ist meistens so ein kleines Indiz, dass das Produkt, was da drin ist, nicht mehr ganz so fresh ist. Und dann habe ich die in der Neuauflage, weil 2N Light Sand ist tatsächlich auch ein bisschen zu dunkel für mich, zu gelb, zu wenig passend. Dann mache ich weiter mit Iconic London. Da habe ich mir selber, habe ich so ein Full Face auch geschminkt zu, ne? Super smoother, blurring skin tint. Mochte ich auch sehr gerne leiden. Cool Light, die bekommt ihr auf jeden Fall bei Look Fantastic. Und wie gesagt, da habe ich auch ein Full Face geschminkt und fand das auch fantastisch. Und ja, meine Fingernägel sehen schlimm aus, Leute. Aber ich bin halt viel am Wuseln und deswegen, ja, habe ich dann mein Nagellack abgemacht und wir müssen da jetzt heute einfach mal mit leben. Und ja. Mochte ich gerne leiden, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist eine schöne Foundation. Eine, die jetzt tatsächlich auch schon gekippt sein müsste in der Farbe Sable, ist von Ilia. Die Serum Foundation, die darf nämlich nur 12 Monate offen sein. Und es ist Naturkosmetik True Skin Serum Foundation. Die fand ich sehr, sehr gut. Ja, die ist von 2022 und die habe ich auch wirklich gut verwendet, wie man sieht. Aber die muss jetzt leider, leider weg. Auch wenn ich sie wirklich klasse fand. Hatte ich mal von Purish zugeschickt bekommen. Dann habe ich hier noch zwei Geschichten von It Cosmetics. Da habe ich einmal diese Your Skin But Better in der Farbe Light. Ist leider, leider, leider ein Tick zu dunkel. Deswegen ich die dann auch dementsprechend seit 2020 nicht mehr verwendet habe. Und dann habe ich aber 2023 diese hier gefunden. Die CC Plus Nude Glow Color Correcting Medium Coverage Skin Tint Foundation. Und Brightening Glow Serum. Fand ich super. Oh mein Gott, voll die Entdeckung, finde ich auch wirklich besser als diese generelle CC Plus Your Skin But Better. Und das ist halt die Sache bei It Cosmetics, die haben halt von Hautpflege sich quasi die Basics immer genommen für ihre Schminkgeschichten, ne? Und haben dann einfach Farbe hinzugefügt, damit halt die Hautpflegeprodukte zu dekorativer Kosmetik werden. Und das merkst du so sehr und die mag ich einfach gerne. Also die finde ich klasse. Und sehr, sehr empfehlenswert. Vor allem so für empfindliche Haut ist sie echt gut. Dann habe ich hier die Anti-Aging Foundation Lifting Complex mittlere Deckkraft kaschiert Falten Anti-Aging Effekt bla bla. 01 Light von Judith Williams. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt verschiedene Farben drin hatte. Oh Gott, das mit dem Zettel nervt euch sicherlich total, ne? Die ist von 2022. Die muss noch ein bisschen verwendet werden. Und dann schauen wir einfach mal, ob sie überlebt. Also da ich jetzt nicht so ultimativ dazu gegriffen habe, würde ich sie jetzt einfach mal aussortieren. Ich gebe die weiter. Wenn ich die eh nicht verwende, ganz ehrlich, nee, die wird weiter wandern. Da muss man auch mal hier ein bisschen Kapitjes geben. Von Laura Mercier habe ich hier zwei Schätzeleins, die ich beide sehr, sehr gut finde. Einmal ist es die Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. Habe ich in der Farbe 1N2 Vanille. Die passt im Sommer ein bisschen besser als im Winter. Sieht man, glaube ich, auch ganz gut, ne? Und da habe ich euch auch ein Full Face zugeschminkt, wo ich beide auch getragen habe. Die Laura Mercier Tinted Moisturizer Skin Light Revealer Natural Skin Illuminator Geschichte ist in der Farbe 1C0 Cameo. Und die hat halt eine leichtere Deckkraft und mehr Strahlkraft als die hier. Ja, aber beide mag ich gerne. Die sind sehr, sehr schön. L'Oreal macht wundervolle Foundations und da gucken wir uns erstmal das hier an. Das habe ich relativ neu jetzt gerade bekommen, weil meins war abgelaufen. Perfect Match Nude, das aufpolsternde, getönte Serum mit einer 1% puren Hyaluronsäure. Ich habe hier die hellste Farbe. Ich finde es auch ein bisschen schade, wie hier die Shade Range ist. Aber den Leuten, denen es passt, die lieben es. Und das vollkommen zu Recht. Also eine meiner liebsten Drogerie-Foundations. Die Perfect Match Hautton anpassende Make-up-Geschichte hier. Ist, glaube ich, mittlerweile abgelaufen. Die habe ich in der Farbe 1N. Neue hauttonanpassende Technologie. Oder habe ich hier eine neue Variante? Da muss ich mal eben kurz hier spicken. 2021. Da dumm. Genauso wie die hier, Infallible Fresh Wear. Die ist auch 2021 geöffnet worden. Habe ich in der Farbe 25. Rose Ivory, die Farbe, die gab es irgendwann auch gar nicht mehr. Und ich fand die so toll. Alle beide richtig klasse, wobei die 24 Stunden Fresh Wear Foundation etwas mehr Deckkraft hatte. Und diese Perfect Match Foundation, da schwören so viele drauf. Die hat auch ein bisschen eine höhere Deckkraft als die Perfect Match Nude. Dieses aufpolsternde getönte Serum. Aber die beiden, die waren wirklich klasse. Aber sind nicht mehr gut. Auch das hier, 2021 ist es, glaube ich, geöffnet. Oder? Ne, 2022. Das heißt, den könnte ich theoretisch noch weiter verwenden. Das heißt, der wird dann auch noch ein bisschen verwendet. Ich halte aber erstmal mein Näschen dran. Weil 2022 ist so dieses Jahr, wo ich mir denke, okay, vielleicht kann das noch funktionieren.
Vielleicht habe ich das ja Ende 2022 geöffnet und wir haben Anfang 2024. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Mittlerweile ist das auch, glaube ich, relativ trocken. Nee, es ist nicht. Oh, du hast immer noch dieses super cremige. Und die fand ich so geil in der Farbe 01 Fair. Die muss ich unbedingt öfters verwenden. Die war halt vor allem im Alltag richtig geil. Die hatte ich auch mal eine Weile bei mir im Schminktisch stehen. Warum greift man da so selten zu? Und das hier ist etwas, wenn meine Haut perfekt gepflegt ist, zum Beispiel mit der Daltonpflege oder so, ne? Dann verwende ich auch gerne mal eine Puderfoundation. Vor allem um so, kann ich jetzt auch machen, um so Rötung. Ciao. Ja, der ganze Tisch steht voll, ne? Da kann man sich nämlich ein bisschen was nehmen und dann so über diese Rötung ein bisschen drüber gehen. Okay, ich habe jetzt eine sehr leicht Geschichte. Oder schon abgetragen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, normalerweise funktioniert es dann immer sehr gut, dass man damit dann auch punktuell arbeiten kann, um dann halt die Rötung jetzt nicht komplett abzudecken, sondern so noch so ein bisschen zu kaschieren und um so ein kleines Touch abzugeben. Naja, auf jeden Fall ist das die Infallible 24 Hours Fresh Wear Foundation in a Powder in der Farbe 180 Rose Sand. Und ja, die mochte ich auch wirklich gerne und die bleibt auch tatsächlich gerne in meiner Sammlung. Manchmal auch, wenn ich so zum Beispiel Foundations hier habe, die eine sehr leichte Deckkraft haben, wie zum Beispiel von Danessa Myricks, dieses Yummy Skin Tint Serum, dass wenn ich da die Deckkraft einfach erhöhen will, dass ich mir da einfach eine leichte Schicht von drüber gebe, das hilft auch tatsächlich. Leute, ich habe bei weitem noch nicht so viel aussortiert und ausgemistet, wie ich es eigentlich müsste. Es fällt mir einfach irre schwer. Ich habe hier noch zwei von MAC und ja, einmal hier Studio Radiant Serum Powered Foundation, richtig geil. NW10, endlich habe ich mir mal meine richtige Farbe geholt. Finde ich großartig. Hat jetzt nicht so eine Full Coverage Foundation Geschichte, sondern es ist halt wirklich eine leichte Sache mit einer ähnlichen Deckkraft wie dieses Perfect Match Nude Serum, ne, von L'Oreal. Und mag ich. Ist eine ganz, ganz empfehlenswerte Geschichte. Fühlt sich angenehm auf der Haut an. Die Waterweight Foundation, die ich hier habe, da muss ich einmal kurz schauen. Ich glaube, die ist schon ein bisschen zu lange offen, oder? Ja, 2021 hatte ich in der NC15 und habe ich dann natürlich dementsprechend nicht ganz so nachgegriffen, weil das einfach auch ein bisschen zu gelb für mich war und das hat nicht gut funktioniert. Da muss ich einfach mal bewusster kaufen. Dann habe ich hier ganz, ganz neu die Madara Skin Equal Soft Glow Foundation. Die trage ich heute auch. Die gibt wirklich einen schönen Glow, ein juicy, juicy Hautgefühl. Das ist sehr, sehr angenehm. Die kannst du auch teilweise ungesättet tragen. Hier hast du auch ein MAD draufstehen. Ich habe hier scheinbar die Farbnummer 10, denn das steht hier unten drunter. Ich mag die. Ich habe die auch schon mal da gehabt. Die ist mir dann irgendwann abgelaufen, ne? Aber ich hatte die gut verwendet, weil ich die sehr, 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 sehr empfehlenswert finde. Die gibt es jetzt ganz neu bei Purish. Also da könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn ihr möchtet. Die ist auch echt neu und die ist echt gut von Make-up by Mario. Die Foundation in der Farbe 2N. Surreal Skin Foundation. Und die war ja auch irgendwie, oder die ganze Marke ist ja total gehypt. Vollkommen zurecht. Kriegt ihr bei Sephora und die hat auch so einen leichten Glow mit dabei. Also man sieht es, wenn man halt so die Foundation-Flasche jetzt so ganz krass gegens Licht hält und so. Die mag ich sehr, sehr gerne. Von Manhattan habe ich hier die Lasting Perfection 24 Hours Hydration Boost Foundation. Ich meine, die habe ich relativ neu. 45 Fair Porcelain. Da muss ich aber auch nochmal gucken. Ja, die habe ich letztes Jahr neu gekauft. Die fand ich echt gut. Also da war ich total überrascht, wie das Finish hiervon ist. Die war so angenehm und die Farbe hat auch so gut gepasst, dass ich fast schon gedacht habe, das könnte fast schon eine Lieblingsfoundation von mir werden. Also auch eine ganz, 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 ganz gute Foundation aus der Drogerie für, ich habe es hier gerade gelesen, 6,99 €. Ich weiß nicht, ob die jetzt die Preise erhöht haben. Nee, das ist das Compact, was ich hier geschrieben habe. Kann das sein? Habe ich hier noch in der Schublade was drin, was ich vergessen habe, hier hochzuräumen? Nö. Aber die habe ich letztes Jahr eigentlich auch erst geöffnet. Also die ist total frisch, ne? Also super, super geile Foundation. Ja, mag ich gerne. Okay, dann habe ich hier von M. Asam das Magic Finish. Und zwar zweimal. Einmal habe ich das in der Farbe Porcelain Tint. Das habe ich mir ganz neu gekauft, weil das halt meine Farbe ist. Und das bleibt natürlich auch. Das ist eine Originalgröße mit 30 Millilitern. Und das finde ich perfekt. Also wirklich, wirklich tolle Alltagsgeschichte. Ich brauche darunter eine ordentlich krasse Pflege und auch einen vernünftigen Primer. Ansonsten wird das Ganze sehr verrückt auf meiner Haut. Und betont dann leider mehr, als dass es das abdecken würde. Aber ich finde es wirklich großartig, sonst hätte ich mir die nicht noch in der Originalgröße gekauft. Und hier habe ich das Magic Finish mit 20 Millilitern, müsste aus dem Adventskalender gewesen sein, in der ganz normalen Farbnuance. Ne? Also das ist jetzt ja die normale Farbe, die ich persönlich leider nicht tragen kann. Muss das so? Ja.
sieht immer so wild aus, ne? Das sieht echt immer aus wie dahin gemacht. Die wird aber weiter wandern, weil sie mir ja ein Tick zu dunkel ist, ist klar. Ich finde sie aber schön. Ich habe sie jetzt letztens erst im Adventskalender drin gehabt. Ja, also im Asa Magic Finish Mousse. Ja, letztes Jahr. Genau, und das hier wird aber auf jeden Fall mich verlassen. Das ist dieses transparente Perfect Me Make-up. Habe ich letztes Jahr auch geöffnet und nee, also das muss jetzt wirklich nicht sein. Dieses transparente hat für mich nicht so viel Sinn. Dann habe ich hier noch die neue Foundation und die fand ich auch sehr schön. Supercharged Serum Foundation ist neu formuliert und passt bei mir sehr, sehr gut. In der Farbe 180 Rose Fair. Und das finde ich definitiv schöner aufgemacht. Es ist edler, es ist irgendwie auch so vom Finish her super angenehm. Aber es ist auch viel, viel teurer geworden. Das darf man nicht vergessen. Ne? Dann machen wir weiter mit einer Foundation, die ich letztes Jahr getestet habe und die ich absolut krass geil finde. Und zwar von Max Factor, die Face Finity All Day Flawless Airbrush Finish Foundation. Ja, soll bis zu 30 Stunden halten. Primer, Concealer und Foundation in einem sein. Ich habe die Farbe C50 Natural Rose und ich finde sie großartig. Also die ist so geil auf trockener Haut, Leute. Und wirklich eine ganz, ganz gute Foundation, die ein tolles Finish hinterlässt. Die kann ich absolut empfehlen. Eine ganz schöne Geschichte. Die hier muss jetzt leider weg. Habe ich auch ganz gut verwendet. Von Maybelline die Dream Radiant Liquid Hydrating Foundation. In der Farbe 01 Natural Ivory von Maybelline mit Hyaluronsäure und Kollagen. Wie lange habe ich dich denn schon offen? Ja, 2021. Das ist so das Übliche, ne? Hätte ich jetzt, also ich hatte eigentlich vor, die dann noch aufzubrauchen. Ich habe es irgendwie vollkommen vergessen. Das ist sehr, sehr schade, weil sonst hätte ich euch noch eine weitere aufgebrauchte Foundation zeigen können. Hm, kann ich so leider nicht mehr. Das hier dürfte auch grenzwertig sein. Fit Me auch von Maybelline. Maybelline macht so gut Skin-Produkte. Und generell, ne? Luminous and smooth, strahlend, ebenmäßig, normal to dry skin, also wirklich normale bis trockene Haut. Ich steht hier riesig drauf, die Nummer 115 und die ist von 2019. Nein, das will ich nicht mehr auf mein Gesicht geben. Das hier ist auch relativ neu, das musst du definitiv schütteln. Jedes Mal, bevor du es verwendest, weil sich das jedes Mal separiert. Das ist die Superstay Maybelline Geschichte, 24 Stunden Skin Tint. Also die haben es echt alle mit ihren Skin Tints, ne? In der Farbe 05. Und hier gibt es wirklich, also da scheiden sich die Geister. Ich finde sie wundervoll. Ich mag die sehr, sehr gerne und kann die auch empfehlen. Und hier siehst du auch den Glow, wenn man das so gegen das Licht hält, ne? Sehr schöne Foundation. Mag ich. Wow, ich habe nur eine Maybelline Foundation behalten. Das ist krass. Von Mesauda der Dio Shield. Das ist ja, das ist so geil, das Produkt. In der Farbe 101 Fair. Auch hier, das ist wirklich sehr, 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 sehr glowy. Ne? Also du siehst wirklich danach aus wie glasiert. Ich mag es aber trotzdem schon ganz gerne. Aber ich, ja, diese ganzen Skin Tints, das ist halt immer so eine Sache für sich. Das hat eine recht leichte Deckkraft, aber eine schöne Deckkraft. Und auch das bekommt ihr bei Purish. Dieses Produkt ist leider schon extrem lange offen. Und zwar seit 2021. Aber ein extrem gutes Produkt von Misha Perfect Cover BB Cream RX Nummer 21 K-Beauty. Ne? Also du hast hier wirklich eine ganz, ganz gute Geschichte. Das, eigentlich müsste ich mir das nachkaufen, aber nee, das verkneife ich mir jetzt tatsächlich. Ja, 18. Mai 2023 steht hier drauf, ist die abgelaufen. Also das ist ja auch noch das offizielle Verfallsdatum. Ansonsten hättest du es auch nur 12 Monate offen haben sollen. Die hat wirklich eine ganz derbe Deckkraft. Und ich finde auch die Nummer 21 ist gut geeignet für Leute wie mich, die ja auch so einen neutralen, kühlen Hautunterton haben, weil die, manche könnten sagen, die wäre leicht gräulich, aber ich finde es bei mir halt total perfekt. Ne? Also ich mag die. Die ist wirklich schön. Dann habe ich hier letztes Jahr erst geöffnet und die mag ich auch sehr gerne von Mison. Die war in so einer K-Beauty Surprise Box von Notino mit drin. Snail Repair Intensive BB Cream Nummer 21, Lichtschutzfaktor 30. Auch da, wir vertrauen da nicht drauf. Ne? Das ist eine kleine Größe mit 20 Millilitern, aber Leute von heute, die ist wirklich, wirklich gut. Das ist eine Medium Coverage und die hat halt auch diese pflegenden Eigenschaften mit dabei. Du merkst es halt einfach. Und da merkst du halt auch, wie bei der It Cosmetics und bei der Arborian-Geschichte. Es ist im Prinzip Skincare, die auf dekorative Kosmetik weiter aufgebaut wurde. Nabla, mein Skin Realist, den habe ich aber auch schon Ewigkeiten offen. Wahrscheinlich müsste ich den mal ersetzen, ja, 2021. Schade. Der hat immer gut jetzt auch funktioniert die letzte Zeit, aber ich kaufe mir den jetzt neu. Also ja, ist eine gute Farbe, eins fair, ne? Also das ist auch meine Farbe. Und der Nabla Skin Realist ist auch etwas, was ich euch immer wieder auch empfohlen habe und so. Das dürfte auch schon meine zweite Flasche sein. Aber ja, der ist, oder?
Wenn ich den aber seit 2021 aufhabe, wie schnell habe ich dann die erste Flasche aufgemacht? Naja, es ist ein Airless-Container. Das heißt, eigentlich würde der auch richtig lange noch halten. Aber man sollte sich eigentlich nichts in sein Gesicht geben. Ja, 12 Monate sollst du den eigentlich nur offen haben. Und ich habe den wirklich regelmäßig verwendet. Ne? Nein. Dann habe ich hier von NAM etwas drin. Das ist eine Marke, die ja letztes Jahr erst neu bei Rossmann eingezogen ist. Aber die Marke gibt es schon sehr, sehr lange auf dem polnischen Markt. Vegan Kaviar ist hier. Vegan Kaviar ist da drin und 90% natürliche Inhaltsstoffe. Die Dewy Foundation von NAM. Ja, habe ich in 01C Sworn. Ich glaube, die war wirklich sehr, sehr hell. Aber trotzdem, ich mochte die und die darf auch gerne bleiben. Von NARS habe ich jetzt 2 Geschichten hier. Und da werde ich mich von einer, glaube ich, trennen müssen. Genau. Und zwar von dem Pure Tinted Moisturizer. Das bist du, glaube ich, ne? Ja. Fand ich auch ehrlich gesagt gar nicht so gut. Hatte ich in der Farbe Light 0. Ja, habe ich halt einfach auch gar nicht mehr so oft nachgegriffen, weil immer wenn ich den dann verwendet habe, hatte ich den jetzt nicht immer so positiv in Erinnerung, als dass ich den hätte weiter verwenden wollen. Was ich aber gut finde und was ich definitiv, Claudi, denk dran, ne, mehr verwenden sollte, ist hier von NARS die Soft Matte Complete Foundation Yukon Light 2.5, weil eigentlich ist die echt gut. Ich muss sie nur öfters verwenden. Und da auch wieder mit einem ordentlichen Primer verwenden, dann funktioniert es definitiv besser, dass ich da auch mir von Danessa Myricks oder von NABLA den drunter gebe. Dann sieht das Leben schon mal schöner aus. Auch das eine Foundation, die ich viel zu selten verwendet habe. Natasha Denona Face Glow Foundation. Die ist super flüssig, ne? Die muss man mega schütteln, bevor man die verwendet. Und ja, in der Farbe 10 Fair Neutral Clear. Okay. Und Shake Well Before You steht hier hinten auch noch drauf. Also die ist super, super flüssig. Auch hier haben wir nicht so eine krasse Deckkraft mit dabei. Und auch wirklich eher so in die Richtung Misauda Duo Shield oder Danessa Myricks Yummy Skin Foundation. Genau, das ist halt eher so eine Sache, wo du halt sehr, sehr viel Glow bekommst und ein sehr, sehr juicy Aussehen, aber wenig halt so mega krasse Deckkraft oder so. Auch die hier muss leider weg, weil die Ne Perfect Skin Oxygen Foundation in OX0 ist, glaube ich, schon seit 2020 offen. Sehr gute Foundation. Sehr feuchtigkeitsspendend, sehr pflegend, sehr angenehm auf der Haut. Mittlere Deckkraft und bekommt ihr auch bei Dalton, wenn ihr möchtet. Und ja. Die mochte ich. Habe ich mir die jetzt eigentlich schon nachbestellt? Ich weiß es gar nicht. Von Neo habe ich hier noch eine Foundation. Die Intense Serum Foundation Skin Improving. Mit Niacinamiden, Vitamin E und Lichtschutzfaktor 30. Habe ich letztes Jahr mir gekauft. Da muss ich nochmal schauen. Mattifying Effect, Anti-Aging, Blending, Nourishing, Soothing, Luminous Look. Ja, da muss ich nochmal gucken. Denn ich habe die gar nicht so super, super, super gut in Erinnerung, um ehrlich zu sein. Und habe dann auch wenig dazu gegriffen. 01 Porcelain war die Farbbezeichnung. Das ist quasi, das Neo Nail jetzt auch Make-up herausgebracht hat. Ne? Die habe ich jetzt recht neu von Nui. Die Natural and Vegan Liquid Foundation in der Farbe 1 Intense Canapa. Die mochte ich sehr, sehr gerne. Und deswegen bleibt die auf jeden Fall auch. Und ich glaube, das Full Face Nui ist jetzt zum Zeitpunkt des Drehs noch nicht raus. Ich bin auf eure Meinung auch mal gespannt, was ihr zu meinem Full Face dann sagt. Das wäre natürlich auch sehr spektakulär. Letztes Jahr ist neu rausgekommen, ist die NYX Professional Makeup Blur, Bear With Me Blur Foundation in der Farbe 02 Fair. Ist okay. Hat die mich vom Hocker gehauen? Nie. Werde ich sie weiterverwenden? Ich werde es mal ausprobieren. Born to Glow müsste jetzt auch schon, die Tube ist schon sehr, sehr prall jetzt hier, ne? Ja, 2021 hatte ich oder habe ich in der Farbe 04 Ivory? 04 steht hier hinten auch drauf. Light Ivory. Ja, die ist jetzt aber leider nicht mehr so gut. Aber ganz ehrlich, ich fand die klasse. Die hat richtig schön Glow gespendet und das Gesicht schön smoothie aussehen lassen. Das mochte ich. Von Burito habe ich hier diesen Cheetah Clearing BB Cream 21. Ist echt meine koreanische Farbe quasi. Light Beige. Und das ist so ein bisschen gräulich, wenn man sich das aufträgt. Aber sehr, sehr pflegend, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend, sehr, sehr genährt. Sehr, sehr geil eigentlich. Deswegen lasse ich die auch hier erstmal so. Dann habe ich hier, und die sollte eigentlich bleiben, von Rare Beauty. Die ist aber schon seit 2021 offen. Ich verwende die nämlich super gerne zum Einmischen. Das ist in der Farbe 120C. Die muss eigentlich weg, ja. Ja. Na, weil die mir so richtig schön viel zu hell ist, habe ich die nämlich gerne verwendet, wenn ich eine Foundation dann genommen habe, die mir zu dunkel war, um das reinzumixen. Aber wenn die jetzt schon so lange offen ist, dann muss die leider weg. Das nützt jetzt wirklich nichts und das finde ich jetzt auch ein bisschen blöd.
Aber ich habe das mir selber auferlegt, dass ich mich an die Liste halten muss, ne? Also kommt die weg. Also die hat halt auch einfach, das ist eben das Ding. Ich habe sie wirklich schon länger jetzt auch in Daueranwendung. Und dann bin ich auch direkt hier mit diesem Füßchen immer wieder auf mein Gesicht. Ja, sie riecht halt nach Foundation. Ich glaube, so roch sie am Anfang auch. Also die riecht jetzt nicht, als wäre die gekippt oder so. Aber aus hygienischen Gründen muss ich die jetzt wegtun. Revolution habe ich eine Foundation. Die Conceal & Glow Foundation habe ich letztes Jahr erst gekauft. Illuminating Foundation, Medium to Full Coverage. Jo, die ist richtig krass. Farbe F3, da muss ich nochmal gucken. Ich meine, dass die mir einen kleinen Tick zu dunkel war. Aber ich mochte die Foundation eigentlich ganz gerne leiden. Kann ich ja mal hier so testen. Sehr, sehr pastig, ne? Ja, die mochte ich auch farblich, genau. Die ist sehr, sehr dick. Da muss man wirklich auch dann ordentlich Setting-Arbeit reinmachen. Aber guck mal diese Farbe an. Perfekt. Oh, mit diesem Rosé-Unterton. Die riecht halt wie Revolution Foundations riechen, ne? Relativ doll nach Farbe, aber die hat echt eine krasse Deckkraft. Und ich mag die so gerne. Also, nee, die muss auch definitiv bleiben. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei, weil ich die auch so gut finde. Also wirklich für Tage wie... Wenn ich jetzt heute zum Beispiel nicht diese Madara-Geschichte hätte nehmen wollen, wo ich so ein bisschen softer unterwegs bin, sondern wenn ich richtig Full Coverage, dann sowas wäre halt perfekt dafür, ne? So, kommen wir zu Riva Loves Me. Das habe ich jetzt recht neu, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Miracle Skin Perfector, muss ich mal gucken, wie der so ist. Da gibt es ja gar keine Farbbezeichnung, 27 Milliliter. Da wollte ich mal so ein Full Face Riva Loves Me auch demnächst machen. Ich bin ja aktuell auch ein bisschen in meiner Full Face irgendwas Reihe, ne? Dann habe ich hier... ich glaube, das eine oder andere ist auch gar nicht mehr so gut. Rival de Loop habe ich hier, das Kollagen. Aber das habe ich letztes Jahr doch erst gekauft. Vorletztes Jahr. Ja, das darf bleiben. Pro Kollagen Make-up. Da gibt es nicht so viele Farben. Aber ja, doch, das behalte ich. Weil das finde ich eigentlich gut. Das mag ich eigentlich. Dann muss aber leider gehen, dieses Hyaluron Make-up. Das separiert sich nicht nur, sondern das ist halt auch wirklich schon... nicht mehr so nice, ne? Das ist auch 2021 geöffnet worden. Mhm. 01 Porcelain. Also ich würde mich ja freuen, wenn die noch irgendwie eine Nuance heller rausbringen würden, weil das war eben das Ding bei mir. Es war mir immer so ein Tick zu dunkel und deswegen habe ich da nicht zugegriffen. Das fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Das war halt so ein bisschen wie Magic Finish angehaucht, ne? Und dann haben die letztendlich den Miracle Skin Perfect rausgebracht bei Riva Loves Me. Das ist auch interessant. Manchmal werden Limited Editions wirklich ausgetestet, weil Riva de Loop und Riva Loves Me, allein vom Namen her merkt man ja, ne? Die sind ja auch irgendwie miteinander verbandelt. Into the Jungle Magic Makeup Mousse hatte ich hier in einer Limited Edition. Auch wenn ich jetzt wirklich Madame Blassnase schlechthin bin, das hat mir gepasst, deswegen bleibt das. Celebrate the Day, das ist wirklich so ein Skin Tint gewesen. Fand ich eigentlich auch gut, aber war auch sehr, sehr leicht. Und ich glaube, wenn ich wirklich sehr, sehr leicht möchte und ein Skin Tint, habe ich mittlerweile mit Denisa Myricks, mit dem Dew Shield von Misauda, mit dem Face Glow von Natasha Denona andere, wo ich eher zugreifen würde, als halt zu Rival de Loop, ne? Auch wenn das gut war. 30 Milliliter, ne? Ich glaube, das wird nicht bei mir bleiben. Nee. Das gebe ich weiter. So, das habe ich auch noch nicht ausprobiert von Sante Naturkosmetik. Und da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt will. Radiant Care Foundation. Die steht nämlich schon eine Weile bei mir, dass ich die unbedingt ausprobieren möchte. Aber bei Naturkosmetik, ihr seht es ja, so viel Naturkosmetik habe ich gar nicht hier. Zum einen, weil das natürlich schnell abläuft. Und zum anderen, weil das halt von der Performance her nicht mit dem vergleichbar ist, was es sonst so gibt. Und ich finde, dass die Drogerie auch mittlerweile... generell sehr, sehr gute Inhaltsstoffe hat. Also dafür muss ich mir nicht mehr Naturkosmetik oder so holen. Da gibt es halt auch andere Möglichkeiten. Natural Match and Cover Radiant Care Foundation 01. Ich glaube, die wird weiter wandern, eben weil sie halt noch komplett verschlossen ist, ne? Ja, da werde ich jetzt auch so nicht mehr häufig zugreifen. Von Sephora. Die ist auch mittlerweile recht alt, würde ich mal so behaupten. Mochte ich aber sehr gerne. 2021 habe ich die geöffnet. Die Glow Foundation. Ja, 10 Stunden Hydration ist jetzt ein bisschen wenig, aber trotzdem 20 Milliliter waren hier drin. Und ich mochte die. Also die hatte nicht nur eine Medium Coverage, sondern ich finde, die hatte einfach eine Medium to Full Coverage. Die hat wirklich Glow gespendet und du siehst auch ein bisschen... Nee, siehst du... ja, so minimal, vielleicht ein bisschen Glow drin, in der Farbe Clear Light 10, ne? Aber mittlerweile ist die halt nicht mehr gut. Dann habe ich hier von Shiseido gleich 3 Foundations. Da müssen wir gleich mal gucken, wann die so geöffnet wurden, weil das ist natürlich auch eine Sache 2022 und 2023. Das finde ich sehr charmant. Okay, eine, die wirklich recht fresh ist, ist hier diese Revitalessence Skin Glow Foundation in der Farbe 140. Die hat wirklich auch
wirklich einzuordnen mit dem Duo Shield, mit der Nessa Myricks und so. Eine sehr, 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 sehr leichte Deckkraft. Mag ich trotzdem gerne. Die Frage ist dann aber, brauche ich diese beide dann noch? Die Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation finde ich eigentlich auch echt gut. Habe ich in Neutral 1. Ich glaube, da muss ich halt auch nochmal so ein bisschen durchtesten. Aber ich meine, dass ich die auch behalten werde, weil die hat wirklich auch einen schönen Glow gespendet. Und ich mochte die sogar noch ein Stückchen mehr lieber als diese hier. Da muss ich nochmal ganz genau nachgucken. Viele Sachen habe ich tatsächlich aber auch dann so reduziert oder so gekauft. Ne? Nicht, dass ich da immer den vollen Preis für bezahlt hätte. Die Synchro Skin Self Refreshing Foundation habe ich super gerne verwendet. Wenn ich irgendwie so zum Beispiel auf Hochzeiten war oder wenn ich irgendwelche Events hatte, wo ich einfach möchte, dass die Base, dass ich mir da überhaupt keine Gedanken drüber machen muss, sondern dass die hält, sich gegebenenfalls sogar noch verbessert. Und das hat diese hier gemacht. 130 Opal oder Opel. Auch die musst du ordentlich schütteln. Die mochte ich schon gerne. Wirklich. Also das ist so eine ganz, ganz angenehme Foundation, die halt auch bei meiner trockenen Haut sehr gut geeignet war. Deswegen bleibt sie. She Glam, die wird entweder aussortiert oder weggeschmissen. Da müssen wir mal gucken, wie lange ich die schon offen habe. Hydrating Foundation in Fair 2022. Muss ich mal gucken. Genau. In Fair habe ich die, weil die Farbe ist einfach furchtbar. Ne? Also ich fand die die Foundation selber fand ich gut. Habe ich auch gefeiert. Aber leider mochte ich diese Farbe nicht, weil das halt schon sehr orange auf dem Gesicht geworden ist. Und das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Heißt, wandert weiter. Die fand ich sehr gut. Farbtechnisch sind wir noch nicht ganz so beieinander angekommen. Smashbox Studio Skin 24 Hours Foundation. Die fand ich echt gut. 1.1 ist die Farbnuance und ich brauche jetzt definitiv irgendeine Foundation. Da muss ich meine Foundations nochmal durchgucken, die mir viel zu hell ist, damit ich halt sowas zum Beispiel damit mischen kann. Weil sonst wird es echt schwierig, ne? Ich brauche es, bitte. Es gibt natürlich auch so Foundation-Aufhellungsdrops und so weiter, aber ich mache das lieber wirklich mit einer anderen Foundation, weil das einfach besser dann auf meiner Haut funktioniert. Dann habe ich hier letztes Jahr, die habe ich noch gar nicht ausprobiert, von SOTIS die Tint Detox Energy Foundation. 30 Milliliter sind hier drin und ich habe die Farbe C10 Porcelain. Ich meine, dass die mir müh zu dunkel war, aber ich wollte sie halt auf dem Gesicht nochmal ausprobieren. Ja, die habe ich noch gar nicht geöffnet. Das ist jetzt das erste Mal. Ja, das ist, habe ich direkt nach meinem Facial, was ich Ende letzten Jahres hatte, mir nämlich mitgenommen. Also habe ich gekauft dort, zusammen mit dem Adventskalender. Oh, ich glaube, wir können gute Freunde werden. Guckt euch die Farbe an. Ich wollte ja nicht so viel swatchen, aber die Farbe ist geil. Also ich glaube, das muss ich definitiv mal in Schminkies ausprobieren. Was ist das denn hier, Claudi? Was ist das denn hier? Oh, ich merke gerade, ich habe Foundations vergessen. Die muss ich mir gleich noch holen. Die liegen nämlich da hinten. In einem Planvideo quasi. Oha, oha, oha. Okay, ja, das machen wir gleich am Ende. Die Surah Foundation ist wundervoll. Also das ist in der Farbe 2. Ne? Das Einzige, was ich hier furchtbar finde, ist halt, wie du es hier halt rausnehmen musst. Du hast nämlich hier unten so ein Dröpski und dann musst du hier oben drauf drücken, damit da unten ein Produkt rauskommt. Schwierig, aber geile Foundation. Ich habe sie letztens mit euch zusammen in einem Video aufgetragen. Wo ist meine Chantecaille Foundation? Ich muss gleich noch so viele Sachen gleich hier hinholen. Das war noch nicht alles, Claudi. Oh, oh. Okay, ja, die fand ich großartig. Kann ich voll empfehlen. Ist nur echt pricey. Dann habe ich hier zwei von Tarte, wovon ich definitiv weiß, dass eine gehen wird. Aufgrund von mag ich nicht so gerne. Die sind beide letztes Jahr geöffnet worden, ja. Also die Shape Tape finde ich leider nicht so gut. Die kommt weg. Fair to Light 16N ist hier die Farbbezeichnung. Die finde ich für mich einfach nicht so, mag ich einfach nicht so. Es kommen beide eigentlich weg. Also diese Maracuja Juicy Glow Geschichte, 12N Fair Neutral, die kommt definitiv weg, weil das ist, da nehme ich tatsächlich lieber die von Denissa Myricks. Also da greife ich dann eher zu als zu der hier. Das definitiv. Also die kommt weg. Und hier muss ich mal eben kurz gucken. Oha, ja stimmt. Die war relativ pastig. Cloud Coverage, ne? Ja, und die war relativ gelb, das war das. Beide Tarte Foundations werden aussortiert. Ist wie es ist, wandern weiter, da kann jemand anders mit glücklich werden und sich dann darüber freuen. Als nächstes habe ich hier eine von The Body Shop, die mochte ich ganz gerne, die habe ich letztes Jahr ausprobiert. Foundation, welche Farbe habe ich denn hier?
Fair 1N, die hatte ich mir gekauft auch für einen Full Face The Body Shop, ne? Die mochte ich ganz gerne leiden, die war auch schön feuchtigkeitsspendend. Hatte jetzt nicht so die ultimative Deckkraft, aber das muss ja nicht sein. Von Trend It Up habe ich hier eine, die ich noch gar nicht ausprobiert habe und ich glaube auch, dass ich das nicht werde, weil die sieht viel zu dunkel aus. Viel zu dunkel. Perfect Pores Matte Foundation wollte ich einfach mal ausprobieren, aber ich glaube, dass wir keine Freunde werden. Ne? Guckt euch die mal an. Das wird doch nicht hinhauen. Nee. Da muss ich mir gar keine Illusionen machen. Die habe ich mir letztes Jahr neu gekauft. Die ist nämlich neu rausgekommen. Die Hydro Stay Silky Serum Foundation mit Hyaluron und Vitaminkomplex. Das ist eine leichte Geschichte. 005 ist hier meine Farbnuance. Genau. War mir, glaube ich, ganz passend von der Farbe her. Vielleicht, also im Sommer eher auf jeden Fall, ne? Fand ich auf jeden Fall gut. Das war halt auch so eine Serum-Foundation-Geschichte. Da war ich sehr, sehr überrascht. Die habe ich letztens mit euch zusammen in einem Full-Face-Beauty-Boxen ausprobiert. Die True Foundation oder True BB Cream mit, oder in der Farbe Claire mit 30 Millilitern. Die war so gut. Die hat mir so gut gefallen. Die hatte echt eine krass gute Deckkraft. Das war so Medium, ne? Bisschen mehr als Medium vielleicht. Und klar, die hat so nach Naturkosmetik gerochen, aber die hat sich so gut auf meiner Haut angefühlt und so schön ausgesehen, war ich begeistert von. Keine Frage, die Typology Foundation, die Serum Foundation in der Farbe 1 bleibt eine meiner absoluten Lieblingsfoundations. Die ist großartig, die ist toll auf der Haut, die muss ich auch, wenn ich das Video drehe, muss ich dran denken, dass ich die da mitnehme zum Event von Dalton, dass Nicole Chiquitas Place die auch in der Farbe 1 testen kann, weil wir uns da ja treffen. Und die mag ich sehr, 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 sehr gerne. Die ist so toll auf der Haut und die hält auch den ganzen Tag und sieht einfach klasse aus. Die Ultraviolet Foundation habe ich letztes Jahr getestet. Genau, die muss ich mir für den Sommer eigentlich zur Seite legen. Daydreams Green hat eine relativ hohe Deckkraft für einen Daydream, also quasi für eine getönte Tagescreme, ne? Also die ist schon ordentlich am Abgehen. Mag ich eigentlich aber schon sehr, sehr gerne, weil die echt ein tolles, juicy Finish hinterlässt, ne? Ja, die kann ich dieses Jahr auch noch verwenden, läuft nämlich Januar 2026 erst ab. V1 ist die Farbbezeichnung und wie gesagt, habe ich letztes Jahr erst geöffnet. Die habe ich schon seit ewig und drei Tagen geöffnet. Von Wet n Wild Photo Focus Foundation Dewy. Ja, nee. Hatte ich in der Farbe Nude Ivory, aber die ist ja schon seit 2020 hier in Einsatz. Und die, nee, war mir auch immer so ein bisschen zu trocken. Yves Rocher habe ich hier noch. Und zwar Yves Rocher Zero Defoe. Die muss leider auch weiterziehen, beziehungsweise im Müll. Flawless Skin Foundation, weil die seit 2021 in Einsatz ist. Und das Ding bei dieser Foundation ist halt auch einfach, dass die einen Tick zu sehr ins Orange-Stichige für mich persönlich reingeht. Ich habe hier jetzt die Farbe Rose 050 und die könnte definitiv etwas heller für meinen Teint sein. Ne? Ja, und eine, die definitiv auch gehen muss, weil sie seit 2019 bei mir in Einsatz ist, ist von Zoeva die Authentic Skin Foundation. Die ist in der Farbe 050N Beautiful. Ich meine, dass ich mir die sogar... Oder ist das die, die ich mir nachgekauft habe? Moment. Nee, die ist noch neu. Dann habe ich das Datum nicht angepasst. Dann ist das eine andere. Aber die ist zu dunkel. Ich glaube, die muss weiterziehen. Ich meine nämlich auch, dass ich mir die letztes Jahr im Sale dann nochmal gekauft habe und dann halt eine Nuance heller als das, was ich schon da hatte. Mich dann aber auch schon beim Haul gewundert habe, dass sie so dunkel ist. Die zieht weiter. Ja, denn die ist noch komplett neu und dann macht das keinen Sinn. So, hier hat sich der Tisch schon mal ordentlich geleert. Der Papierkorb ist gut gefüllt und auch hier habe ich allerhand schon mal aussortiert, was dann demnächst in Trash-Paketen weitergehen wird. Jetzt muss ich noch mal eben kurz in meiner Filmekiste nachgucken. Da sind nämlich auch noch allerhand Foundations drin, die ich euch vollkommen unterschlagen habe. Ja, denn ich habe neben mir noch ein bisschen was stehen, was abgefilmt werden wird. Zum Beispiel ein Haul, den drehe ich auch im Anschluss zu diesem Video. Da hatte ich von Chantecaille nämlich die Future Skin Tint Oil Free Gel Foundation in der Farbe Alabaster drin. Die habe ich mir nämlich just mal gerade von Look Fantastic bestellt, habt ihr euch aber auch schon in einem Schminkvideo gezeigt. Und ich mochte sie gerne. Also die war zusammen mit der Surah Foundation drin. Die war schon gut, Leute. Die hat auch farblich ganz gut gepasst. Ne? Es hat nämlich auch so ein bisschen dieses Peachige mit dabei. Ist aber von der Deckkraft nicht so super hoch, sodass du da auch so
ja ähnlich wie jetzt eigentlich mit dieser Madara Foundation das Finish hattest. Und es war halt über den ganzen Tag auch super angenehm. Die Foundation werde ich euch jetzt gleich tatsächlich, oder ihr habt schon gesehen, in dem Haul erst vorstellen. Die Hourglass Ambient Soft Glow Foundation. Ich glaube, Jenny von Jenny's Highlights hatte die empfohlen in ihrem Favoritenvideo. Und dann konnte ich nicht anders. 1,5 oder 1,5 ist die Farbnuance hier. Und wow. Ich glaube, wir werden Freunde. Ich glaube, das passt wirklich gut. So schaut sie aus und die wird dann demnächst auch natürlich in einem Schminkvideo zu sehen sein, weil ich so viel wie möglich versuche auch auszuprobieren und euch dann auch zu zeigen. Und der Fokus hat gar keine Lust. Dann halt nicht. Frecher Fokus hier. Naja, das sind auf jeden Fall die Sachen, die im Haul verschwunden waren, die noch gezeigt werden möchten. Denn natürlich, hier kommt immer wieder Neues auch hinzu, ne? Sodass dann vielleicht dieses Video nicht top, top, top aktuell ist. Wir haben jetzt den 14.01. Zwei hatte ich jetzt hier noch, die ich mir zur Seite gelegt habe für meinen Full-Face Beauty-Boxen. Die habe ich letztes Jahr erst hier neu einziehen lassen. Sehr, sehr gute Foundations, aber ich habe dazu quasi in anderen Boxen Proben oder so mit drin gehabt, sodass ich dann meine Foundations aus der Sammlung genommen habe, in mein Full-Face Beauty-Boxen-Kästchen gepackt habe, um sie dann da auch demnächst mal zu zeigen. Die Lancôme Teint Idol Ultra Wear Foundation Care and Glow habe ich in der Farbe 110C und die mag ich sehr, sehr gerne. Die ist wirklich eine sehr schöne Foundation, eine sehr empfehlenswerte Foundation, die du aber auch wieder schütteln musst, weil die sich separiert. Ne? Das ist halt wirklich so, ich lagere meine Produkte wirklich eigentlich sehr, sehr gut, indem ich sie halt hinten auch lichtgeschützt habe und so. Aber trotzdem hast du hier Temperaturschwankungen und generell im Laufe der Zeit zersetzen sich manche Sachen, die muss man dann durchschütteln. Die All Hours Foundation von Yves Saint Laurent ist matt, aber sie ist trotzdem irgendwie luminös, also die ist echt schön. LC3 ist die Farbbezeichnung und ich mag sie eigentlich auch sehr, sehr gerne. Und ja, die ist jetzt in meinem Full-Face Beauty-Boxen-Kästchen drin für demnächst mal. Ich glaube, die beiden hatte ich euch auch noch nicht gezeigt, weil ich die auch noch gar nicht so ausprobiert habe. Die Madara CC, City CC Hyaluronic Anti-Pollution CC Cream in der Farbe Light ist mir tatsächlich ein Müh zu dunkel. Ist jetzt aber auch in meinem Kästchen drin für die Full-Face Beauty-Boxen-Geschichte. Aber ich meine, mich wirklich daran erinnern zu können, dass ich sie auch schon mal verwendet habe und sie war mir zu dunkel. Deswegen macht es keinen Sinn, die wird auch nicht da wieder reinwandern. Und dann habe ich hier von Algologie die Soleil Mara BB Cream in der Farbe Natural. Da bin ich mal gespannt, wie die so sein wird. Die habe ich noch nicht auf dem Gesicht ausprobiert. Die wird dann auch demnächst in einem Video zu finden sein. Und ich teste und probiere ja immer wieder für euch, um dann halt auch das Perfekte rauszufinden. Deswegen sammelt sich hier einiges an. Drei muss ich auch noch nachreichen, denn ich habe hier auch noch ein Fullface Catrice stehen, wo ich meine Catrice-Produkte einfach mal zur Seite gepackt habe. Und da habe ich diese drei Foundations auch noch mit in dem Kästchen drin. Deswegen müssen wir da einmal kurz schauen. Die Clean ID Foundation habe ich hier nämlich. Und ich glaube, die ist nicht mehr ganz so gut, oder? Das ist die High Cover Luminous Matte Foundation. Genau, die ist seit 2021 offen. Die mochte ich eigentlich ganz gerne, hatte ich in der Farbe 004. Aber die ist jetzt leider wirklich nicht mehr gut. Und das ist ja eigentlich auch sehr, sehr zurückhaltende Inhaltsstoffe, die da drin sind. Ne? Da muss man ein bisschen aufpassen. Und deswegen muss die leider, leider weg. Obwohl ich die eigentlich ganz gut fand. Es war eine recht deckende Foundation, also musste man ordentlich schütteln, damit man das auch so richtig bekommen hat. Dann habe ich hier noch von Catrice die HD Liquid Coverage Foundation. Habe ich in der Farbe 002 und die ist tatsächlich auch nicht mehr gut. Die ist nämlich auch seit 2021 offen und muss dementsprechend raus. Und so macht mir meine Liste das Ganze, obwohl ich die echt gut fand, obwohl es eine matte Foundation war, aber das fand ich sehr, sehr gut, wie Catrice es gemacht hatte damals. Ja, das macht Catrice mir wirklich einfach, weil dann habe ich nur noch eine einzige Foundation. Das ist die hier, die Tinted Serum Nude Drop Foundation, habe ich in der Farbe 001N und die ist vom letzten Jahr, von dem Sortiments-Update. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich finde sie eigentlich ganz gut und die kommt dann auch mit in mein Full Face Catrice mit rein. Fast hätte ich die vergessen. Ja, und eigentlich müsste ich jährlich durch meine Sammlung durchgehen, um so eine Art Inventur auch zu machen, was ich ja eigentlich permanent mache, ne, durch meine Excel-Liste. Aber es ist schon krass, was sich hier alles immer so ansammelt. Und ja, ich sollte mehr auf meine Aufbrauchprojekte auch pochen, dass ich dort auch mehr wirklich aufbrauche. Gerade so eine Foundation. Eigentlich ist es easy, eine Foundation, also eine Foundation pro Monat theoretisch aufbrauchen zu können. Ja. Aber ich teste immer gerne so viel durcheinander, ne? Nun, ihr Lieben, das war jetzt hier einfach mal mein Foundation Declutter. Es ist einiges gegangen. Ich habe wieder Platz, um meine Hände auf den Tisch zu legen. Das ist viel wert. Ich hatte es eben hier vierreihig. Jetzt sind noch 2,5 Reihen da.
Der Mülleimer muss gleich nach draußen gebracht werden. Ich habe allerhand hier aussortiert, was dann quasi in Trash-Paketen weitergeht, was nicht so super viel ist, aber es ist trotzdem was. Und ja, doch. Also ich werde nachher, wenn ich das einsortiere, auch nochmal durchgehen und gucken, was ich denn tatsächlich auch wirklich einsortiere. Und vielleicht wird noch das ein oder andere auch wegwandern. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit mir, wie ich das jetzt gemacht habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie viele Foundations ihr so zu Hause habt. Das würde mich auch mal interessieren, weil das hier ist nicht normal. Glaube ich nicht. Ist auch ziemlich bekloppt. Aber es ist mein Job. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.